Die Little Nightmares-Reihe ist ziemlich erfolgreich und da nun Little Nightmares 3 dieses Jahr erscheinen soll, habe ich noch einmal Little Nightmares und Little Nightmares 2 komplett durchgespielt und nun bekommt ihr eine Art Timeline für das ganze Durchspielen der Spiele von mir. Kleiner Hinweis, denkt bitte daran, dass einiges davon nicht Canon ist. Es ist nur etwas, das ich versucht habe zu verstehen, vor allem die Dinge, die meiner Meinung nach den Spielen passieren. Behaltet dies bitte einfach im Hinterkopf. Bevor wir aber anfangen, drückt das Däumchen für Six, wenn euch das Ganze gefällt und vergesst natürlich nicht zu abonnieren und nichts mehr zu verpassen. Fangen wir also an. Nachdem Six mit einem anderen Mädchen von einem Gebäude namens Nest gesprungen ist, das durch die Hand des Pretenders ein wässriges Grab gefunden hat, findet Six den gelben Regenmantel des Mädchens wieder, um sich an sie zu erinnern und zieht ihn an. Dies geschieht im Vorgängerspiel Very Little Nightmares. Jetzt beginnt das Rätselraten. Es hat einige Verwirrung zu dem Thema gegeben, aber ich gehe davon aus, dass Little Nightmares 2 in der Zeitlinie vor Little Nightmares 1 spielt und direkt nach dem Ende von Very Little Nightmares einsetzt. Nachdem sie aus dem Nest geflohen ist und überlebt hat, verlässt Six das Nest auf einem Floß und landet schließlich an der Küste irgendwo auf dem Festland, vermutlich in einer Art Wildnis. Dort findet der Jäger sie und sperrt sie in ein Zimmer ein in seiner Hütte, wo sie nur eine Spieluhr zu ihrer Unterhaltung hat. Zu dieser Spieluhr gibt es später noch mehr Details. Sie bleibt dort mehr als einen Monat lang. Hier kommt Mono ins Spiel, ein junger Bursche mit einer Papiertüte im Gesicht. Als er aus einem Traum erwacht, indem er eine Tür mit einem Augensymbol sieht, durchquert er dieselbe Wildnis und findet schließlich Six in einem Raum eingesperrt, wo Mono sie befreit. Mit gegenseitiger Hilfe gelingt es ihnen, den Jäger zu entkommen und ihn schließlich mit einer seiner eigenen Schrotflinten zu töten. Mit einem aus einer Tür gebauten Floß reisen Six und Mono in die fahle Stadt. In der Stadt entdecken Mono und Six Fernsehgeräte, in die er versucht einzudringen, um die Tür aus seinem Traum zu erreichen. Aber er wird von Six immer wieder herausgezogen. In der Fallenstadt angekommen, müssen Six und Mono sich einen Weg durch eine riesige labyrinthische Schule bahnen, wo sie von der sadistischen Lehrerin und einigen kinderähnlichen Kreaturen verfolgt werden. Doch es gelingt ihnen zu entkommen und Six bekommt ihren schönen gelben Regenmantel etwas später wieder. Was bedeuten würde, dass sie irgendwann ihren ursprünglichen gelben Regenmantel verloren hat und dass das Auffinden eines neuen und das Anziehen desselben symbolisch dafür ist, dass sie sich selbst und ihre Vergangenheit akzeptiert. Von hier aus betreten sie das Krankenhaus, das von verrückten Patienten und einem grotesken, spinnartigen Arzt bewohnt wird, den sie wahlweise durch Verbrennung tötet. Schließlich gelangen sie in das Herz der Fallenstadt, das von den Bewohnern der Stadt, den Zuschauern, bewohnt wird, deren Gesichter durch die langjährige Exposition gegenüber den vom dünnen Mann aus dem Stellwerk ausgestrahlten Sendungen verzerrt wurde. Schließlich findet Mono ein funktionierendes Fernsehgerät, das ihm zur Tür bringt. Als er sie öffnet, wird er vom dünnen Mann begrüßt. Mono wird von Six herausgezogen, aber der dünne Mann folgt ihm. Mono weicht ihm aus, aber Six wird gefangen genommen. Mit Hilfe der verschiedenen Fernsehgeräte in der Stadt findet Mono eine Fata Morgana von Six, die ihn in die Nähe des Stellwerks führt, wo er ihn zur Rede stellen kann. Als er entdeckt, dass er ähnliche Kräfte wie der dünne Mann hat, tötet Mono ihn, indem er ihn nach einem Kräftemessen auflöst. Mono zieht das Stellwerk mit diesen Kräften an sich heran. Er betritt das Stellwerk, wo er Six wieder trifft, die nun ein entstelltes Monster ist. Six ist zunächst nicht feindselig, aber als Mono ihre Spieluhr beschädigt, scheint sie diese heftig zu beschützen, wahrscheinlich weil die Spieluhr ihr einziger Trost in einer schweren Zeit ist. Als Mono Six in der Hütte des Jägers entdeckt, spielt sie nämlich auf dieser Spieluhr. Aber wie man später sehen wird, ist diese Spieldose tatsächlich ein sehr wichtiges Element in der Geschichte. Sie zeigt, dass der dünne Mann bereits begonnen hat, seine Übertragung auf Six Geist auszudehnen und sich in ein realitätsveränderndes Monster zu verwandeln, ähnlich wie bei Roger dem Hausmeister in Little Nightmares 1. Als Mono die Spieluhr zerstört, beginnt der Turm zu zerbröckeln und enthüllt fleischige Auswüchse von Massen und Augen. Auf der Flucht vor der Masse erreichen die beiden einen Vorsprung. Six schafft den Sprung und Mono wird von ihr aufgefangen. Aus einem unbekannten Grund lässt Six Mono fallen, während sie durch ein Fenster flieht. Mono fügt sich seinem Schicksal und setzt sich in einen einzelnen Stuhl. Als Mono älter wird, wird er größer und dünner und nimmt schließlich die Gestalt des dünnen Manns an, was stark darauf hindeutet, dass Mono der dünne Mann ist, der in einer Zeitschleife gefangen ist. In einer Bonussequenz sieht man Six in der Nähe einer schattenhaften Version von sich selbst, ein Überbleibsel der Tortur. Der Schatten steht neben einem Pamphlet für den Schlund und Six Magen knurrt. Das bedeutet, dass Little Nightmares 2 tatsächlich vor Little Nightmares spielt. Also worum geht es? Nun, Little Nightmares 2 findet wahrscheinlich zwischen Very Little Nightmares und Little Nightmares statt. Nach allem, was ich sagen kann und was bestätigt wurde, ist, dass Little Nightmares 2 sowohl ein Prequel als auch eine Fortsetzung ist. Eine Zeitschleife, die sowohl vor als auch nach dem ersten Teil spielt. Ich glaube das, weil Six am Ende des ersten Teils als Retter erwacht und möglicherweise in der fahlen Stadt landet und weil der dünne Mann in der Zeit des ersten Spiels existiert, wie das DLC Easter Egg beweist. Charaktere aus Little Nightmares 2 erscheinen auch als Porträt im Schlund.
Außerdem scheint der dünne Mann in der Lage zu sein, die Zeit zu kontrollieren, wie seine ständigen Versuche, sein jüngeres Ich, Mono, zu erreichen zeigen. Und so macht es logisch Sinn, dass die Schleife als Ergebnis eines verworrenen Bootstrap-Paradoxons aus Verrat und Angst besteht. Es könnte auch sein, dass Six versucht hat, Mono daran zu hindern, der dünne Mann zu werden, indem sie ihn einfach tötet, aber das ist unklar. Kommen wir nur zu den Ereignissen in Little Nightmares 1. Nachdem sie Mono, den dünnen Mann, verlassen hat, sieht Six das Flugblatt für den Schlund und wird wahrscheinlich vom mysteriösen Fährmann abgeholt. Er bringt sie wahrscheinlich zum Schlund. Der Schlund ist ein Vergnügungsort auf einem Boot für Gäste, die das Land, aus dem sie kommen, verlassen, um ihre gierigen, gefräßigen Gelüste zu befriedigen. Der Schlund wird vom Hausmeister, dem mit den langen Armen, sein richtiger Name ist Roger, der die Welt auf der Suche nach einem besseren Leben verlassen hat, den Zwillingsköchen, von denen angedeutet wird, dass sie mit den gefangenen Kindern kochen. Was jedoch nicht angedeutet wird, ist die Tatsache, dass das meiste Fleisch in Wirklichkeit Gästefleisch ist, das von den Köchen getötet und gekocht wird, sobald sie fett genug sind, und der Dame, deren Magie den Motor des Schlunds am Laufen hält und die vermutlich den Schlund leitet, im Gang gehalten wird. Ob du es glaubst oder nicht, im Universum von Little Nightmares gilt der Schlund als ein Ort der Ordnung. In Little Nightmares stößt Six auf eine Reihe von Rätseln und muss sich schließlich der Dame stellen. Im Laufe des Spiels gibt es jedoch Phasen, in denen Six Magen knurrt, begleitet von gespenstischer Musik und sie etwas essen muss. Ihr Magen knurrt wie nach dem Ende von Little Nightmares 2, was symbolisiert, dass der Hunger, den sie verspürt, vielleicht tatsächlich eine Art Nachwirkung des Handgemenges mit dem dünnen Mann und des Zeitparadoxons ist. Nach einer Reihe von Rätseln steht Six der Dame gegenüber und nachdem sie das Licht des Spiegels benutzt, um sie zu schwächen, verspürt sie einen weiteren Hungeranfall. Six krabbelt auf die Dame zu und beißt ihr in den Hals, tötet sie und nimmt ihr so ihre Kräfte. Falls du dich über das Ende wunderst, Six erlangt im Grunde die Erinnerung und Fähigkeiten der Dinge, die sie isst. So weiß Six, wie sie die Geisha besiegen kann, denn der Nom, den sie im vierten Kapitel gegessen hat, hatte die Methode zu ihrer Niederlage gesehen und war auch der Grund dafür, dass sie die Kräfte der Dame bekommen hat. Am Ende, nachdem sie gegangen ist, wartet Six auf Rettung. Nachdem sie gerettet wurde, beginnt Six zu verblassen und benötigt die Hilfe von Mono, dem Protagonisten aus Little Nightmares 2, um ihr zu helfen. Und die Zeitschleife beginnt erneut. Kleiner Bonushinweis. Wenn du Little Nightmares 2 gespielt hast, erinnerst du dich vielleicht an die Kreidezeichnung an der Wand des Raumes, in dem Six gefangen gehalten wurde. Diese zeigen in gewisser Weise die Vergangenheit und die Zukunft. Ganz rechts ist eine Strichzeichnung einer fallenden Figur zu sehen, deren Gesicht ausgekratzt ist, was das Mädchen im gelben Regenmantel darstellt, das in den Tod gestürzt ist, während sie und der Pretender vom Netz stürzen. Dann folgen Striche, die den Lauf der Zeit anzeigen. Dann folgt ein leerer Raum. Warum ist dieser Raum leer? Die Lücke steht für die Gegenwart oder einfach für Little Nightmares 2 im Allgemeinen. Die Lücke könnte aber auch mit einer Zeichnung von Mono gefüllt werden, bei der sein Gesicht durchgestrichen ist. Als nächstes sehen wir weitere Striche, die zeigen, dass mehr Zeit vergeht. Und dann das Runaway Kid, das sich in einen Nom verwandelt und später von Six verschlungen wird. Dabei handelt es sich um die Figur aus dem DLC Secret of the Maw, der zeitgleich mit Six Abenteuer im Originalspiel Little Nightmares spielt. Schließlich sehen wir einen weiteren kürzeren Zeitabschnitt und den Tod der Dame. Damit sind wir auf dem neuesten Stand der Geschichte von Little Nightmares, wie wir sie kennen. Und alles hängt mit dem Bild im hinteren Teil des Raumes zusammen, dem Stellwerk selbst. Was sehr interessant an der Platzierung des Stellwerks ist, ist, dass es schräg auf einer Wand angebracht ist, was zeigt, dass das Stellwerk auf einer separaten Existenzebene innerhalb von Zeit und Raum existiert, einer Dimension, die Mono und Six betreten, wenn sie das Stellwerk betreten. Dies zeigt, dass der dünne Mann bereits begonnen hat, das Signal zu erreichen und Six zu verderben. Das war die gesamte Timeline für Little Nightmares. Wenn ihr noch irgendetwas hinzufügen wollt oder verbessern wollt, schreibt dies gerne in die Kommentare. Lasst euch nicht vom dünnen Mann fangen. Bis zum nächsten Video. Bye bye.